So, wir machen ein neues Video und das kommt jetzt für Songkran. Schaut euch einmal das Dresser wieder schon anzupfen. Mit den Schuhe halt oder Badehosen. Vorab einmal zur Geschichte. Voriges Jahr habe ich das Songkran schon erlebt und da war das so, dass wir stundenlang gestanden sind und permanent überall angespritzt worden sind, aber diese Einheimischen meiden dieses Songkran, weil extrem viel los ist auf den Straßen. Da waren wir mittendrin und patschnass sind wir nach Hause gekommen, damit uns das heute nicht passiert. Sind wir jetzt adjustiert und wir werden versuchen, nicht nur dabei zu sein, sondern mittendrin zu sein. Und um was geht es eigentlich bei Songkran? Nicht nur, dass die Jugendlichen jetzt viel Wasser spritzen können und viel Freude und Fun haben, sondern es hat ja auch eine Bedeutung. Songkran ist thailändisches Neujahr und viele Leute machen das. Überall sind hier so große Brunnen aufgestellt mit Blumen, mit Wasser. Ich habe das auch im MITT Hotel bemerkt. Da gehen die thailändischen Personen hin und das Wasser schütten sie einfach über die Blumen, denn es hat die Bedeutung, viel Glück, dass die Leute das ganze Jahr Glück haben, dass sie gut Geld verdienen. Es soll eigentlich das bewirken, dass ein schönes neues Jahr bevorsteht, dass sie glücklich und zufrieden sind. Man sollte sich hier auch vorbereiten, denn das wird wirklich ein sehr nasses Spektakel. On the way with the bike. Von hinten.
20 Leute im Tuk-Tuk oder 25, 120 Platz haben. 10 Platz haben. Und über den wird groß einer gespritzt. Und ich schau da schon lieb aus, du. Jetzt schon wieder raus aus dem Zentrum. Das war mein Hardcore-Zentrum drinnen. Jetzt geht es Richtung Walking Street. Die längste ist schon ein bisschen voll und mit Nässe. Deshalb ist die Big Party da drin. Das ist super cool. Schön hat es mit Wasser angeschüttet heute. Frisur ist kaputt, von Israel komplett kaputt. Schwarz sah schon, das wird wieder teuer. Oh. Water, ich sei. Water. Na, puh.